Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge vom Podcast Lass mal sehen. Ich bin Felix, zuständig bei OrCam für den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung. Und für mich persönlich ist es heute mein erster Podcast. Und umso mehr hoffe ich, dass es euch gefällt. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt sie uns weiterhin sehr, sehr gerne an germany@orcam.com. Heute freue ich mich auf ein extrem spannendes Thema, denn dieser Podcast kann Leben retten. 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Brustkrebs. Demnach ist es nach wie vor die häufigste Todesursache bei Frauen. Das Ziel sollte es sein, den Brustkrebs im Frühstadium zu erkennen. Und meine heutigen Gäste, das Team von Discovering Hands, hat sich dazu verschrieben, dem Brustkrebs keine Chance zu geben. Wir sitzen heute im Büro von Herrn Dr. Frank Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer von Discovering Hands. Wenn ich mich mal hier so im Raum umschaue, sehe ich lauter Auszeichnungen und Zertifikate. Das muss heißen, es funktioniert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserem Podcast und los geht's. Als erstes möchte ich Felice Demir begrüßen. Frau Demir ist MTU und arbeitet in Duisburg. Meine erste Frage wäre, was ist überhaupt eine MTU und was ist das Besondere an Discovering Hands? Also Discovering Hands bildet blinde und sehbehinderte Frauen zu medizinisch taktilen Untersucherinnen aus. Das wird kurz MTU genannt. Wir setzen unseren besonders gut ausgeprägten Tastsinn in der Brustkrebsfrüherkennung ein. Wir arbeiten in gynäkologischen Praxen oder Kliniken und führen dort die Tastuntersuchung der Brust durch, damit halt frühzeitig Gewebeveränderungen erkannt werden und die Heilungschancen für die Frauen verbessert werden. Das Tolle daran ist, dass eben der besonders gut trainierte Tastsinn von MTUs in der Lage ist, deutlich kleinere Veränderungen wahrzunehmen, als wir Ärzte das üblicherweise können. Bis zu 20% wird die Sensitivität besser für die Erkennung der Themen, die wir eben identifizieren wollen, also die verdächtigen Befunde an der Brust. MTUs arbeiten dabei übrigens immer im Team mit den Ärzten. Das heißt, sie machen die Befundung, übergeben den Befund an die Ärzte und die stellen die abschließende Diagnose und entscheiden dann auch, was weiter passiert. Also es ist eine sinnvolle und segensreiche Zusammenarbeit der MTU und der Ärzte, denn beide tun das, was sie am besten können. MTUs tasten und Ärzte die richtige Diagnose stellen. Vielen Dank, Herr Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer hier bei Discovering Hands. Als drittes im Bunde haben wir jetzt noch hier vor Ort Frau Nina Rohe, zuständig für das Partnership Management. Frau Rohe, wie kommen wir eigentlich heute hier zusammen, Discovering Hands und OrCam? Ja, also was uns vereint, ist die soziale und berufliche Teilhabe von Menschen mit einer Sehbehinderung. Bei uns ist es ja der spezielle Tastsinn, den wir von blinden und sehbehinderten Frauen nutzen zur verbesserten Brustkrebsfrüherkennung. Und wir freuen uns natürlich, hier in unserem improvisierten Studio zu sein und mit OrCam zusammen eine Kooperation auszubauen und finden das ganz großartig, dass es auch Technik und Hilfsmittel gibt, die blinden und sehbehinderten Menschen einfach in ihrem Alltag helfen. Herr Hoffmann, ich hatte im Intro schon gesagt, dass ich hier links und rechts einige Preise, Zertifikate sehe. Das heißt, es wurde wahrscheinlich nicht gestern gegründet. Bitte erzählen Sie mir etwas so zur Historie des Unternehmens und wann Sie das Ganze gegründet haben. Ja, im Grunde sind es ja immer die einfachen Ideen, die meiste Wirkung im Leben und in der Welt erzeugen. Ich selbst bin eigentlich ja Gynäkologe und habe in meiner Praxis jeden Tag mit der Brustkrebsfrüherkennung zu tun. Und ich war mit der Qualität dessen, was ich meinen Patientinnen anbieten konnte, nicht zufrieden. In der kurzen Untersuchung, die wir üblicherweise im Standardprozess leisten können, findet man eben nicht die ganz kleinen Befunde. Und beim Brustkrebs ist es ja total entscheidend für die Heilungschancen, dass man den Tumor entdeckt und diagnostiziert, bevor er seine Zellen in den Körper aussenden konnte. Und das ist natürlich dann in den frühen Stadien der Entwicklung. Medizinisch taktile Untersucherinnen haben, anders als wir, die wir 2-3 Minuten vielleicht für die Untersuchung aufwenden können, 30 bis 50 Minuten Zeit, eine sehr strukturierte und auch wissenschaftlich validierte Untersuchung durchzuführen.
Sie setzen dabei eben ihren extrem gut trainierten Tastsinn ein und finden damit eben Tumoren zwischen 6 und 8 Millimetern, während wir üblicherweise im Standardprozess Tumoren zwischen 1 und 2 Zentimetern finden. Und das macht schon einen deutlichen Unterschied, denn finden wir wirklich im frühesten Stadium den Krebs, dann ist er heutzutage in über 90% heilbar. Hat er die Lymphbahn erreicht, geht das runter, hat er eine Fernmetastasierung bereits bei der Erstdiagnose, dann ist nach wie vor die Chance für die Frau, diese Erkrankung zu überleben, deutlich eingeschränkt. Frau Demir, Sie als MTU sind schon lange an Bord, schon lange im Team bei Discovering Hands. Wie kann ich mir denn Ihren Alltag vorstellen? Erzählen Sie etwas, gerne etwas über Ihre Geschichte. Also ich bin selber späterblindet. Ich war vorher lange Zeit sehbehindert, komme eigentlich auch aus dem kaufmännischen Bereich. Nach der Erblindung habe ich umgeschult. Als ich von dem Berufsbild gelesen habe, dachte ich mir, ach, da braucht man ja gar nicht sehen. Und was ich auch toll fand, ist halt, dass man jetzt in dem Bereich nicht so gut wie ein Sehender sein muss, sondern einfach seine eigene Stärke einsetzen kann. Ich habe dann erst an einem Assessment teilgenommen, wo meine Eignung festgestellt wurde, habe dann die Qualifizierung gemacht und arbeite aktuell in zwei Praxen in Duisburg. Also mein Praxisalltag, meine Kolleginnen sagen mir immer Bescheid, wenn die nächste Dame da ist, die hole ich mir dann aus dem Wartezimmer, gehe dann mit ihr den sogenannten Anamnesebogen durch, wo ich sie halt nach Vorerkrankungen abfrage, Risikofaktoren. Sind auch immer Frauen dabei, die schon bereits Brustkrebs hatten. Die bringen dann auch meistens ihre Unterlagen mit. Und da kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass die Orcam zum Einsatz kommen könnte, weil sonst lesen die Frauen halt mir den Bericht vor. Aber gerade so mit den medizinischen Begriffen muss ich mir dann immer zusammenreiben, was das bedeuten könnte. Nach dem Anamnesegespräch beginnt die eigentliche Untersuchung. Also ich taste zuerst die Hauptlymphabflussgebiete der Brust ab. Dann wird die Frau mit den sogenannten Doku-Streifen abgeklebt. Das sind Streifen mit taktilen Markierungen, die dienen meiner Orientierung, weil die Brust Reihe für Reihe abgetastet wird, halt dann wirklich Zentimeter für Zentimeter in drei Tiefen. Das braucht natürlich Zeit, deswegen dauert die Untersuchung auch 30 bis 50 Minuten, je nach Brustgröße. Und natürlich hat man dann in der Zeit, kommt man mit der Patientin ins Gespräch. Und dabei entsteht auch meist so eine ganz besondere Atmosphäre. Also viele Frauen kommen auch regelmäßig, dass man sie dann auch über die Zeit begleitet. Mir ist es immer wichtig, dass die Frauen sich wohlfühlen, dass ich ihnen die Angst nehmen kann. Und viele sind halt auch froh, dass jemand zuhört. Also es ist oft so, dass sie dann Fragen stellen, die sie sich beim Arzt vielleicht nicht so trauen. Und natürlich hat auch jede ihre eigene Geschichte und das ist halt auch schön für mich, so daran teilzuhaben. Ich bin immer froh, wenn jemand sich gut aufgehoben fühlt und mit einem guten Gefühl aus der Untersuchung rausgeht. Ich muss das Ergebnis immer dem diensthabenden Arzt weitergeben und somit ist dann die Untersuchung abgeschlossen. Frau Demir, ist ja wahrscheinlich für viele Patienten, die auch zu Ihnen kommen, das erste Mal, dass so eine solche Diagnose in der Art und Weise durchgeführt wird, eben mit Hilfe von Ihnen, einer MTU. Was sind da so die Reaktionen? Können Sie das mal beschreiben, in positiver oder negativer Art und Weise, weil es ja etwas, vermutlich etwas ganz Neues, Neuartiges ist?
Also viele Frauen sind schon immer ein bisschen aufgeregt, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber das kann ich ihnen eigentlich immer ganz schnell wieder nehmen, weil gerade wenn es die erste Untersuchung ist, beschreibe ich immer den gesamten Ablauf, dass die Frauen wissen, was auf sie zukommt. Ja, und dass die Frauen ja auch wissen, dass es wichtig ist, Früherkennung zu betreiben. Also wir bieten ja auch die Anleitung zur taktilen Selbstuntersuchung an, dass die Frauen sich einfach mit ihrer eigenen Brust auseinandersetzen und dass es nicht schlimm ist, Brustkrebs zu haben, sondern ihn halt frühzeitig zu entdecken, damit die Behandlungschancen auch besser werden. Phyllis Diemer hat vorhin gesagt, sie hätte mit dem Beruf der MTU ein Feld entdeckt, in dem man gar nicht sehen muss. Das ist ein bisschen untertrieben, denn die Sehenden hätten in diesem Beruf gar keine Chance, weil sie gar nicht die Tastfähigkeiten haben. Das ist, glaube ich, auch das Besondere an dieser Tätigkeit, dass wir eben ganz klar auf die Stärken und nicht auf die Defizite fokussieren. Und damit MTUs aus ihrer Behinderung eine Begabung machen, die im besten Fall wirklich lebensrettend sein kann. Und die Zufriedenheit unserer Patientinnen bestätigt das, was Phyllis gerade beschrieben hat. Diese besondere Atmosphäre ist mir als Arzt auch ganz wichtig, dass man eben auch mit dem Thema Früherkennung angstfrei umgehen kann. Und das ist genau das, was das Ergebnis einer solchen besonderen Untersuchungssituation ist. Die Studie der Universität Erlangen, die im Januar 2019 veröffentlicht wurde, hat bestätigt, dass 97,6% der Frauen, die befragt wurden, diese Untersuchung für Freunde und Familie weiterempfehlen würden. Also das ist auch eine Zahl, die so hoch ist, dass es mich erstaunt hat. Ich erlebe aber auch bei unseren Patienten in der Praxis, dass die eben ein sehr hohes Vertrauens- und Wohlfühlgefühl eben mit der Tastuntersuchung verbinden. Und eine Patientin hat mir neulich mal gesagt, als sie zur Phyllis dann in den Raum ging, Doktor, ich muss da jetzt rein, ich habe einen Termin bei meiner Busenfreundin. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen dafür, dass eben da wirklich auch ein gutes und positives Verhältnis zwischen MTUs und Patientinnen stattfindet und aufgebaut wird. Um mehr zu erfahren, wie denn die Ausbildung abläuft zur MTU, verbinden wir uns per Zoom-Call in einer Videokonferenz mit Frau Melanie Fromm, MTU-Trainerin und Ausbildungsleiterin am Standort in Berlin. Frau Fromm, jeder möchte ja sicherlich gerne einen Job haben mit einem großen Mehrwert, insbesondere einen sozialen Mehrwert. Könnten Sie uns einmal bitte erzählen, wie die Ausbildung zur MTU verläuft? Das mache ich sehr gerne. Und zwar ist es so, dass klar natürlich nicht jede blinde oder sehbehinderte Dame geeignet ist für die Qualifizierung. Deshalb schalten wir ein Assessment vor über mehrere Tage. Da können die interessierten Damen sich zu bewerben. Das Assessment wird dann durchgeführt, eben mit dem Ziel, dass wir als Trainerin auch feststellen, ist die Dame dazu geeignet. Gleichzeitig ist es natürlich auch für die Frau die Möglichkeit zu sehen, ist das Berufsbild der MTU für mich geeignet. Das heißt, wir haben unterschiedliche Übungskategorien, wo wir als Trainerin danach schauen, wie ist überhaupt der Tastsinn. Wir setzen klar natürlich ein Stück weit voraus, dass die blinden Frauen einen sensibleren Tastsinn haben, aber reicht das aus für die Arbeit als MTU? Das ist ein ganz großer Schwerpunkt, den wir im Rahmen des Assessments überprüfen mit unterschiedlichen Tastübungen. Gleichzeitig gucken wir auch, wie ist die Auffassungsgabe zu medizinischen Themen. Wir haben natürlich auch ganz viel Bereiche, medizinische Grundlagen, Terminologien. Wie geht die Dame damit um? Und ein wichtiger Punkt auch im Assessment zu überprüfen ist der Umgang mit dem PC. Die MTU dokumentiert die Befundung ausschließlich digital. Das heißt, hier muss ein sicherer Umgang gegeben sein. Heißt natürlich nicht, wenn der nicht gegeben ist, dass sie raus ist. Es gibt dann PC-Schulungen, die man vorschalten kann.
Wichtiger Punkt ist auch natürlich die Kommunikation, aber auch die Mobilität, die wir im Assessment überprüfen. Eine MTU arbeitet in der Regel nicht nur in einer Praxis, sondern bedient 3 bis 4 Praxen. Das heißt, sie muss von A nach B und das muss eben auch sicher erfolgen. Wenn das Assessment dann erfolgreich bestanden ist, dann kann die Dame natürlich auch in die Qualifizierung. Vielen Dank schon mal für den Einblick. Ich hatte noch eine Frage. Sie hatten ja eben gesagt, dass der Tastsinn ja auch überprüft wird. Ist es auch möglich, einen guten Tastsinn zu entwickeln, wenn man nicht seit der Geburt blind ist oder nicht seit der Geburt schon hochgradig sehbehindert ist? Definitiv, das ist möglich und dann kommen wir auch gleich in die Bereiche, die wir dann in der Qualifizierung unterrichten und lehren. Es ist möglich, den Tastsinn weiter zu sensibilisieren und deshalb sind dazu natürlich auch unterschiedliche Tastübungen und eigentlich Tastübungen möglich, um das weiter zu spezifizieren. Und somit ist die Frage dann auch von Ihnen beantwortet. Ja, auch wenn man nicht geburtsblind ist, kann man den Tastsinn weiter sensibilisieren. Frau Form, können Sie mir ein bisschen mehr einen Einblick geben, wie denn der Ausbildungsverlauf aussieht? Und kann ich das auch, muss ich dafür immer am Standort sein, beispielsweise in Berlin? Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Da würde ich mich freuen, wenn Sie etwas über den Verlauf und auch die Inhalte sagen könnten. Also dazu muss ich sagen, dass wir 2 unterschiedliche Ausbildungsformate haben. Zum einen haben wir den Reha-Bereich, der eben im Rahmen einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme erfolgt. Das heißt, wenn blinde oder sehbehinderte Damen in ihrem alten Beruf nicht mehr arbeiten können, können sie über einen Kostenträger die Qualifizierung absolvieren. Da ist es in der Tat so, dass wir 2 Ausbildungsstandorte haben, zum einen Berlin und Nürnberg, und die Teilnehmerinnen über einen Zeitraum von 9 Monaten bzw. 6 Monate Theorieunterricht am Ausbildungsort und dann 3 Monate ein Praktikum heimatortnah absolvieren. Das erfolgt in 100% Präsenzunterricht. Jetzt haben wir seit letztem Jahr, also sprich 2019, die Möglichkeit der Stipendienfinanzierung durch eine Spendeninitiative von Susanne Klatten. Das heißt, Discovering Hands hat die Möglichkeit, den Frauen, die eben keine Reha-Maßnahme finanziert bekommen, ein Stipendium zu zahlen. Und hier ist eben der Unterschied, dass die Qualifizierung über insgesamt 10 Monate erfolgt. 7 Monate sind theoretische Ausbildung und 3 Monate dann das Praktikum. Und der wesentliche Unterschied ist, dass wir hier mit durch Blended Learning arbeiten. Das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben 50% Präsenzunterricht. Das erfolgt am Ausbildungsort und 50% erfolgt über die E-Learning-Plattform als Online-Unterricht. Und in dieser Zeit ist die Teilnehmerin dann zu Hause. Wir arbeiten dann eben an unterschiedlichen Orten die ganze Gruppe. Und ja, das funktioniert gut und ist für viele Frauen eben auch eine Erleichterung. Wir hatten im letzten Kurs eine Mama mit 3 Kindern, die kann sich dadurch natürlich anders arrangieren und man staunt doch, wie gut das dann auch läuft. Es war kein Kind nie irgendwie im Bild oder quakend hinten dran. Das ist aber für die Teilnehmerin natürlich doch durchaus erleichternd und die einzige Möglichkeit auch gewesen, überhaupt die Qualifizierung zu machen, weil eine 100%ige Anwesenheit wäre eben nicht gegeben. Zu den Themen, die wir in der Qualifizierung bearbeiten, gibt es keinen Unterschied. Da sind sowohl die Stipendienkurse als auch die Reha-Kurse natürlich identisch abgedeckt, was auch so sein muss. Und Schwerpunktthema ist natürlich die taktile Brustuntersuchung. Das heißt, das Erlernen der eigentlichen Methode, wie die Brust abgetastet wird. Und auch hier haben wir eben dann unterschiedliche Tastübungen, um den Tastsinn weiter zu sensibilisieren, das, was wir vorhin eben auch schon angesprochen hatten. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit den medizinischen Themen, deshalb auch die Vorabüberprüfung im Assessment. Die Teilnehmerin muss ein Verständnis vom menschlichen Körper haben, insbesondere auch deshalb, weil sie mit der Patienten ein Anamnesegespräch durchführt und da dann auch schon so ein bisschen Eindruck bekommen muss,
Auch die Terminologien sind wichtig. Die Teilnehmerin kommuniziert mit dem Arzt, übergibt die Befundung und da muss eine Sprache gesprochen werden. Deshalb ist das auch ein großer Teil während der Qualifizierung, den sich die Teilnehmerin mit der Hilfe der Trainerin aneignen müssen. Aber natürlich auch Nebenfächer, nenne ich es jetzt mal, wie Kommunikationstraining oder die Hygienelehre, sind dann Inhalte, die wir bearbeiten. Frau Fromm, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und die Ausbildung gerne durchlaufen möchte, haben Sie vielleicht auch eine persönliche Erfahrung über einen Werdegang, wo Sie vielleicht auch besonders stolz drauf sind? Ich habe jetzt keine konkrete Teilnehmerin vor Augen, aber ich habe jetzt auch insbesondere in dem letzten Kurs wieder festgestellt, so unsicher die Teilnehmerinnen auch kommen und natürlich, was kommt da auf mich zu und schaffe ich das alles? Die Themenbereiche sind eben auch sehr, sehr breit ausgelegt. Wie kann ich mir das Ganze aneignen in dieser doch ja relativ kurzen Zeit? Und da muss ich sagen, da sitzt man dann doch auch am Anfang teilweise als Trainerin da, muss motivieren und ja, dass die Hoffnung nicht aufgegeben wird. Und am Ende des Tages, nämlich dann eben zu den Prüfungen, zur Theorie und dann auch zur praktischen Prüfung, hat man da wirklich großartig entwickelte Teilnehmerinnen, die dann auch selber über die Geschichten, die man sich natürlich wieder erzählt, wissen Sie noch, da fällt mir doch eine Geschichte ein, einer Teilnehmerin, die nach der dritten, vierten praktischen Stunde vor mir stand, wirklich mit stampfendem Fuß auf dem Boden. Ich kann das nicht, Frau Fromm. Sie sollte die Streifen ankleben. Das ist nichts, was wir in 2, 3, 4 Tagen lernen. Dann sage ich, bleiben Sie ganz ruhig, Sie schaffen das noch. Wir haben noch Monate vor uns. Und stellen Sie sich vor, Sie könnten es jetzt schon. Was machen wir die restliche Zeit? Und das war dann eben auch wieder nach der praktischen Prüfung, als sie dann wirklich hervorragend die Streifen geklebt hat und ich sie nochmal erinnerte, dass sie jetzt eben nicht mehr stampfend vor mir steht, sondern wirklich als qualifizierte MTU die Streifen kleben kann. Das ist natürlich immer wieder hervorragend. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, eben nicht nur die einzelnen Entwicklungen, so das gesamte Bild der Teilnehmerinnen ändert sich. Sie werden teilweise selbstbewusster und ja, sie arbeiten autark. Sie sind letztendlich nachher in einem autarken Beruf, was wir Sehende A nicht können. Und sie eben ja liefern müssen, dass sie diese taktile Brustuntersuchung allein durchführen. Und das macht viele natürlich unglaublich stolz und begeistert letztendlich im Gesamten die Person. Und das spürt man und merkt man dann auch zum Ende der Qualifizierung, dass da jetzt die Lust, wirklich durchstarten zu können, auch gegeben ist. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir jetzt nochmal mehr Details erfahren haben und einen deutlich persönlicheren Einblick haben, wie so etwas durchläuft. Und ich glaube, das ist ja in jeder Ausbildung so, dass es Hürden gibt. Und da ist es, glaube ich, Training, Training, Training. Und dann schafft man das mit Sicherheit. Und da ergänze ich noch gerne etwas. Die Teilnehmerinnen kommen natürlich mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer ja letztendlich unglaublichen Vielfalt an Persönlichkeiten. Und die heißt es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu motivieren, letztendlich dann auch zu begleiten. Aber ich als Trainerin kann doch durchaus sagen, ich bin immer der Meinung, und das sage ich Ihnen auch, wenn ich den Teilnehmerinnen so viel lehren kann, wie ich auch von Ihnen lerne, wie sie eben mit den ganzen Alltagsgeschichten umgehen, ich glaube, dann sind wir am Ende des Tages oder am Ende der Qualifizierung alle bereichernd und gehen nach Hause. Das ist immer ein tolles Gefühl, sowohl für Teilnehmerin, aber eben auch als Trainerin dann. Vielen Dank, Frau Fromm. Und vielleicht lernt ihr der ein oder andere aus dem Podcast als Zuhörer Sie noch kennen als MTU-Trainerin und Ausbildungsleiterin. Das hoffe ich. Vielen Dank. Wir sind jetzt wieder im Studio hier in Mülheim an der Ruhr und die nächste Frage, die mich brennend interessiert, ist: Wie kann man sich für Discovering Hands engagieren? Und wenn jetzt ein paar Zuhörerinnen da draußen, die unseren Podcast hören, sich denken, das könnte doch wirklich etwas Tolles auch für mich sein. Sucht ihr aktuell neue Teilnehmerinnen? Und wenn ja, wie komme ich dann auf euch zu? Wir suchen eigentlich immer geeignete Teilnehmerinnen, die eine Sehbehinderung haben, aber auch einen besonderen Tastsinn.
Man kann sich ganz einfach informieren auf unserer Website www.discovering-hands.de. Dort gibt es ein Formular, das heißt www.discovering-hands.de/über-uns/MTU-Ausbildung. Oder man ruft uns an unter 0208 3099 6156, oder aber man schreibt uns eine E-Mail an mtu@discovering-hands.de. Perfekt. Jeder, der jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, wir packen das auch gerne in unsere Beschreibung von unserem Podcast und dann kann man dort einfach alles nochmal nachlesen. Ja, und was die andere Frage betrifft, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, im Netzwerk von Discovering Hands aktiv zu werden. Die Ausbildung, die ja schon vorgestellt wurde, kann eigentlich nur stattfinden, dadurch, dass sie spendenfinanziert wird. Also wir bauen gerade ein Netzwerk aus Engagementpartnern auf, die sozusagen zweifach wirken können. Einmal, um berufliche Teilhabe von Frauen mit einer Sehbehinderung zu fördern, und auf der anderen Seite eben auch im Bereich Gesundheit und Prävention aktiv werden wollen. Und wir haben schon ganz tolle Kooperationspartner, verschiedene Stiftungen, Unternehmen, Privatpersonen, die alle mit uns an der gemeinsamen Mission arbeiten. Und das ist unglaublich toll zu sehen, wie wir gemeinsam erfolgreich die Idee von Discovering Hands weiter verfolgen können. Aber es ist auch so, wie bei allen gemeinnützigen Organisationen, auch, dass wir unser Netzwerk eigentlich noch vergrößern möchten. Wir möchten unsere Idee noch weiter in die Welt bringen. Und wir freuen uns eigentlich über jeden, der sich auch vorstellen kann, uns finanziell zu unterstützen oder womöglich auch ganz anders. Herr Hoffmann, auf der einen Seite braucht man natürlich super und fähige MTUs. Auf der anderen Seite natürlich auch ein großes Netzwerk an Ärzten und Praxen, die eben so etwas anbieten. Was kann man vielleicht auch tun, um ja vor Ort ein gutes und breites Netzwerk zu haben an Anlaufstellen? Das Besondere an Discovering Hands ist, dass wir nicht nur die Idee, den Tastsinn von blinden und sehbehinderten Menschen in die medizinische Diagnostik einzubringen, fördern und ermöglichen, sondern auch Inklusionsbetrieb sind. Das bedeutet, die Tastuntersucherinnen sind bei Discovering Hands selbst eingestellt und werden an interessierte Praxen gewissermaßen ausgeliehen, um das mal so auszudrücken. Das führt dazu, dass es auf der einen Seite die soziale Absicherung für die MTUs bedeutet, die von vornherein einen Vollzeitarbeitsvertrag haben, aber die Praxen nicht in eine Arbeitgeberverantwortung gehen müssen. Ein besonderes Modell, was, glaube ich, da der Sache auch gut tut, sodass jede Praxis, die eine MTU vielleicht auch nur tageweise beschäftigen möchte, das ohne Arbeitgeberverantwortung machen kann. Es ist ein auch wirtschaftlich gut durchgeplantes Modell, sodass die Praxen da nicht wirtschaftlich ein Zuschussgeschäft haben, sondern wirklich auch ihre Leistung vergütet bekommen. Und auch da würde ich alle meine Kolleginnen und Kollegen bitten, mit Discovering Hands in Kontakt zu treten. Auch dazu gibt es ein Formular auf unserer Website www.discovering-hands.de. Und natürlich hilft es auch, wenn Frauen, die sagen, ich möchte diese Untersuchung gerne in meiner Praxis erleben, dass die ihre Ärztinnen, ihre Ärzte ansprechen. Denn oft ist es ja so, dass da ein besonderer Drive hineinkommt, wenn eben die Patientinnen selbst diese Leistung anfragen. Es ist auch so, dass wir eine breite Unterstützung auch durch die Krankenkassen erfahren. Es gibt bereits ein Viertel der gesetzlichen Krankenkassen, 28, die Leistung für ihre Versicherten übernehmen. Auch alle Privatversicherungen übernehmen die Leistung, sodass es eben auch für einen Großteil der Frauen eine kostenlos erreichbare Leistung ist. Und das ist auch sicher ein wichtiger Faktor. Ich glaube, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon erfahren haben, dass Discovering Hands einen riesen emotionalen und auch sozialen Mehrwert bringt. Aber ist dies auch in Zahlen und in der Statistik auch nachweisbar, der Erfolg? Da würde ich ganz gerne mal Sie fragen, Herr Hoffmann. Also erwähnt habe ich ja schon, dass die Sensitivität, das heißt die Fähigkeit, den Tumor, den man finden möchte, auch zu finden, um bis zu 20% steigt.
Anders ausgedrückt, wenn wir Ärzte unsere Routineuntersuchung machen, finden wir auf 1200 Patientinnen, die wir untersuchen, eine neue Brustkrebspatientin. Also eine neue Diagnose stellen wir da. MTUs finden auf 600 bis 800 Patientinnen ein bis zwei neue Diagnosen. Das heißt, die Anzahl der durch die MTUs oder mit Mithilfe der MTUs, muss man eigentlich sagen, gefundenen Diagnosen steigt deutlich. Und das bedeutet für brustkrebserkrankte Frauen, dass sie eben auch eine höhere Möglichkeit haben, früh genug und damit rechtzeitig diagnostiziert zu werden, um auch heilend behandelt werden zu können. Wir freuen uns, dass wir damit für die Frauen, die Brustkrebs erkrankt sind, eine Verbesserung produzieren. Gleichzeitig ist aber natürlich auch ein Weg für blinde und sehbehinderte Menschen in einen völlig neuen Arbeitsbereich. Und so wie Orchem halt mit seinen Produkten technisch den Weg in die Berufstätigkeit erleichtert, tun wir es eben auch ganz praktisch. Und für mich ist es ein Mehrwert, dass ich in einem konkurrenzfreien Arbeitsfeld tätig sein kann und meine besondere Stärke einsetzen kann, und um Frauen zu helfen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich noch weitere Kolleginnen dazu bekomme. Wir sind jetzt so knapp 50 bundesweit. Und es wäre natürlich schön, wenn wir viel mehr wären. Ja, und im Bereich Zahlen, Daten, Fakten können wir auch noch ergänzen, dass wir natürlich auch messbare Ziele haben, die wir kontinuierlich überprüfen. Unser Ziel ist es jetzt, zwei weitere Ausbildungskurse noch anzubieten, mindestens für blinde und sehbehinderte Frauen. Und der erste ist jetzt so in den letzten Zügen, und da waren ganz wunderbare Damen dabei, also eine dreifache Familienmutter, eine Frau aus Hamburg, eine Dame aus Celle und ich glaube sogar Chemnitz. Und das sind einfach ganz wunderbare Frauen, die sich jetzt gerade im Praktikum befinden. Mit denen stehen wir im regen Kontakt und führen Interviews. Und auf der anderen Seite prüfen wir natürlich auch, wie viele Untersuchungen bei uns so im Jahr realisiert werden. Und im vergangenen Jahr waren das rund 20.000 Untersuchungen. Natürlich, was die taktile Brustuntersuchung anbetrifft. Und wir versuchen jetzt aber auch, das Angebot der Selbstuntersuchung noch zu digitalisieren. Das ist ein für uns ganz wichtiges Projekt, um den Job der MTU auch krisensicher zu machen. Also gerade in Post-Corona-Zeiten ist es für uns wichtig, auch weiterhin den Job mit Sinn anzubieten. Das ist zum Beispiel auch bei uns im Bereich Business Development angesiedelt. Und auch das versuchen wir jetzt weiterzuentwickeln, zu quantifizieren, aber dann auch natürlich marktreif zu machen. Aber der Sinn dahinter, vielleicht nochmal dazu, ist eigentlich, dass wir möglichst viele Frauen dafür sensibilisieren möchten, nicht nur in die Arztpraxen zu gehen und unser Angebot der taktilen Brustuntersuchung zu nutzen, sondern sich eben auch Monat für Monat, also in ihrem Zyklus selbst abzutasten. Denn wir stellen fest, dass das noch immer ein Thema ist, wo die Frauen sich vielleicht noch nicht so rantrauen. Und auch das finden wir unglaublich wichtig, um die Brustgesundheit von Frauen zu fördern. Super, vielen Dank für die Antworten. Ich hätte, glaube ich, besser gefragt, wer nicht davon profitiert, weil es ja eine Reihe von Möglichkeiten gibt, sei es auf der Seite von den Mitarbeiterinnen, von den blinden Untersucherinnen, darüber hinaus noch die herausragenden Zahlen und zudem die Ärzte, also eine absolute Win-Win-Situation. Ich darf vielleicht abschließend sagen, dass ich mir nie vorgestellt hätte, als ich damals die Idee vor jetzt gut 15 Jahren hatte, wohin unser Weg inzwischen geführt hat. Und das ist natürlich auch immer nur möglich durch die vielen Unterstützer, die wir gefunden haben und die unsere Idee mit dem Kopf, aber auch mit dem Herzen weitertragen. Sei es die Ausbildungsinitiative, die wir mit der Hilfe von Scala und Fineo starten konnten, sei es Kooperationspartner wie Orchem, sei es die Krankenkassen, sei es aber eben auch die breite Öffentlichkeit, die Frauen, die die Erfahrung der taktilen Brustuntersuchung gemacht haben und da sich für engagieren, und natürlich Krankenkassen und alle die Damen, die den Sprung ins kalte Wasser gemacht haben und in diese völlig neue Tätigkeit haben sich ausbilden lassen. Denn das sind, so wie Phyllis Demir, eigentlich die stärksten Botschafterinnen für das, was wir für die Welt zu bieten haben.
Ich freue mich auch, dass Discovery Hands inzwischen auch in anderen Ländern dieser Welt angekommen ist, wenngleich auch in kleinen Pilotprojekten. Aber immerhin gibt es ausgebildete MTUs bereits auch in Indien, in Mexiko, in Kolumbien, in Österreich und bald auch in der Schweiz. Wir bei OrCam hoffen, dass wir diesen Weg gemeinsam bestreiten können und noch viel, viel mehr Länder von Discovering Hands auch profitieren können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen als ganz tolle Studiogäste. Ja, wir freuen uns, dass wir unsere Botschaft auch auf diesem Weg in die Welt bringen konnten und danken für die Unterstützung. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Hat Spaß gemacht, hier an Tanz teilzuhaben. Vielen Dank. Also, nochmal an alle da draußen. Tolles Thema, absolute Win-Win-Situationen. Also, wenn es euch gefallen hat, geht zu euren Ärzten, sagt denen Bescheid, dass es das gibt. Meldet euch gerne bei Discovering Hands. Es werden weiterhin MTU-Untersucherinnen gesucht, aktiv. Und wie kommt ihr mit ihnen, mit Discovering Hands in Kontakt? Meldet euch gerne unter der E-Mail-Adresse mtu@discovering-hands.de oder telefonisch unter der Nummer 02 08 30 99 61 56. Gerne blenden wir die Daten auch noch in der Beschreibung von unserem Podcast ein. Und ja, Discovering Hands freut sich über jede Anfrage. Also vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst nochmal ein zu unserem Podcast und damit verabschiede ich mich gerne. Tschüss. Abschaltvorgang läuft. Bitte warten. Ausgeschaltet. Tschüss.